here in this noble city of Nuremberg, in which the principles were developed in that trial, far more important than the convictions of the individuals. Nuremberg now stands at the pinnacle of human rights in the world. Ich sage Ihnen jetzt gleich, dass noch viele Hindernisse, große, starke Hindernisse im Weg stehen, bis das Vermächtnis von Nürnberg wirklich erfüllt sein wird. Es müssen mehr Staaten diese Institution unterstützen. Es müssen mehr Staaten auch bereit sein, diese Institution nicht nur mit Worten, sondern mit Taten zu unterstützen. Ich weiß nicht, wenn ein junger Mensch damals so etwas gelesen hat und dann diese Dinge mit verteidigen musste, dann war das vielleicht seine Pflicht. Aber wenn man da überhaupt keine moralischen Empfindungen hat, dann ist es für mich auch heute noch sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen. Dass moralische Dinge überhaupt keine Rolle spielen bei der Übernahme von Verteidigung. Es werden auch Mörder verteidigt, ohne dass der Rechtsanwalt, der den Mörder verteidigt, für den Mord ist oder moralisch den Mord befürwortet. Erstens. Und das Zweite ist, alle diese Ärzte, Rascher und andere, sind verurteilt worden, mit Recht verurteilt worden, in den späteren Folgeprozessen gegen die SS und gegen einzelne Generale. Die sind alle verurteilt worden, und zwar meistens zum Tode.